Hallo, ich bin der Yogi 285 und vor mir seht ihr ein kleines Paket, was gerade gekommen ist, was ich mit euch zusammen auspacken möchte. Auf der anderen Seite seht ihr meine Nikon D3100. Die habe ich in einem anderen Video ausgepackt und ausführlich vorgestellt. Ist wahrscheinlich in diesem Moment irgendwo verlinkt. Was ich euch heute zeigen möchte, ist ein kleines Zubehörteil der Marke Minadax. Und zwar ist das ein, man sieht es da oben, ein Remote Controller, auf Deutsch Infrarot-Fernbedienung. ML-N heißt das Produkt einfach, wie gesagt, des Herstellers Minadax. Die bieten alle möglichen kleinen Zubehörkomponenten für Digitalkameras an, die vom Originalhersteller deutlich teurer wären. Zum Beispiel kostet dieser Fernauslöser 7 Euro, während das Original von Nikon gut das Doppelte kostet. Das ist der kleine schmucklose Karton. Hinten ist noch ein Etikett drauf. Das könnt ihr euch gerne ansehen. Ich mache das Ganze jetzt trotzdem mal auf, denn mehr gibt es daran eigentlich nicht zu zeigen. Da sehen wir den Auslöser in einer kleinen Kunststofffolie, die ich natürlich öffnen werde. Und so sieht das ganze Stück aus. Wir sehen da unten noch eine kleine Folie, wo wahrscheinlich der Batteriekontakt mit verhindert wird im Moment. Hier oben ist der Auslöser. Vorne sehen wir die Infrarot-LED. Auf der Rückseite sehen wir nochmal hier für Nikon-Kameras und Made in China. Und unten den Kontaktschutz, wie gesagt, den ziehe ich mal raus. So. Damit sollte das Ding betriebsbereit sein. Unten sieht man den Batterieverschluss. Da ist hier an der Seite eine kleine Kerbe, die man erst zur Mitte schieben muss und anschließend zieht man hier dran. Wenn ich das mal kurz demonstrieren darf. Diese Kerbe, ich hoffe man kann es erkennen, zieht man nach da. Gleichzeitig zieht man das Batteriefach raus, genau so. Und man sieht da drin ist eine kleine Knopfzelle des Typs CR2025L. Ich hoffe, die Kamera fokussiert das jetzt, glaube ich. Ist aber egal, ihr habt es gehört. CR2025L liegt im Lieferumfang dabei. So sieht das Gerät in seiner vollen Pracht aus. Wie gesagt, hier oben der Auslöseknopf. Und was ich jetzt machen werde, ist das mal an meiner Nikon D3100 auszuprobieren in der Praxis. Fernauslöser und D3100 liegen bereit. Die Kamera schalte ich eben ein. Ist eingeschaltet, wie ihr sehen könnt. Und befindet sich im Aufnahmemodus. Und ich probiere mal ganz spontan einen Tastendruck. Da tut sich irgendwie überhaupt gar nichts erstmal. Kleiner Funktionstest, ob das Ding überhaupt funktioniert. Da sieht man, die LED blinkt. Das können die Kameras, die können das Infrarotlicht wahrnehmen. Da sieht man es ganz deutlich. Also das Ding scheint funktionell zu sein. Trotzdem kriege ich hier aus keiner Position ein Lebenszeichen von meiner D3100. So, da wird sich auch nichts tun in absehbarer Zeit, bis wir alle schwarz werden, denn ich musste gerade leider erstmal schmerzlich herausfinden, dass meine D3100 überhaupt gar keinen Infrarotempfänger besitzt. Das heißt, ich habe mir dieses Gerät völlig umsonst geholt, da der Online-Shop meiner Wahl mich mit der Beschreibung, der Produktbeschreibung dieses Infrarotauslösers ein bisschen verwirrt hat und mir suggeriert hat, dass das auch mit meiner D3100 funktioniert. Deshalb werde ich den zurückschicken und mir einen Kabelfernauslöser holen mit ungefähr 5 Meter festem Kabel dran. Der kostet genau das gleiche, 6-7 Euro, ist auch vom gleichen Hersteller, soweit ich weiß. Den werde ich natürlich auch hier vorstellen und habe ihn wahrscheinlich jetzt auch schon verlinkt, soll ich ihn schon bekommen haben, inzwischen in der Post. Wenn ihr einen Infrarotauslöser benutzen möchtet, dann geht das mit der D3100 nicht. Das geht mit der etwas älteren D3000 und mit dem Nachfolger D3200 zum Beispiel. Wieso der IR-Empfänger hier nicht drin ist, kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, im Vorgängermodell und im Nachfolgermodell ist er drin. Des Weiteren ist er in der D5100 und in der D7000 und natürlich auch in den zweistelligen D-Modellen, sage ich mal, zum Beispiel in der D90 und alles, was dann noch höherpreisig wird, da sind natürlich IR-Empfänger mit drin. Bei der D3100 nicht, da muss ich mich mit zufrieden geben. Das Ding wird wieder eingepackt und ich habe euch das Video trotzdem fertig gemacht für den einen oder anderen als Warnung. Kauft nicht übereifrig den Infrarotempfänger, denn einige Online-Shops haben eine sehr verwirrende Produktbeschreibung und geben auch die D3100 mit an als unterstütztes Modell, was natürlich nicht gut ist. Deshalb geht mein Infrarotempfänger zurück. Und ich zeige euch in wenigen Tagen an dieser Stelle den Kabelfernauslöser. Ja, ich bedanke mich trotzdem, dass ihr dran geblieben seid an diesem Video. Es war ja im Endeffekt auch nur, um euch zu zeigen, wie dieser Infrarot-Fernauslöser ausgepackt wird, wie er daherkommt, Batterieversorgung und so weiter. Funktionieren tut er jetzt in meinem Fall leider nicht.
Aber ich liefere euch den Kabelauslöser nach, wie gesagt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder mal wieder bei mir reinschalten, dem Video natürlich einen Daumen hoch geben, würde ich mich immer sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht bald wieder oder auch nicht. Ich sage trotzdem, macht's gut an dieser Stelle und tschüss vom Yogi285.